Vortrag. Es wird in Englisch gehalten und ihr werdet hier unsere wunderschöne Übersetzung hören. Es geht um 3D-Programmierung, insbesondere bei Raspberry Pis, und Folkert wird es uns vorstellen. Er mag diese Sachen zu tun, also 3D-Programmierung, insbesondere in der Lebenszeit, weil er denkt, dass seine normale Arbeit ein bisschen langweilig ist. Also, großen Applaus für Folkert. Thank you. Hallo. Thank you. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin ein Systemarchitekt, also es ist nicht immer langweilig, aber es ist schon ziemlich unterschiedlich, als wenn man 3D-Programmierung macht. Also wenn ich die ganzen abstrakten Cloud-Sachen mag, dann ist es viel Spaß, eine Programmierung so nah an der Hardware zu machen. Und in den letzten Monaten habe ich hauptsächlich mit Raspberry Pis rumgespielt und geschaut, was man damit OpenGL machen kann. OpenGL, yes. Und im Idealfall wisst ihr dann nach dem Vortrag, was ihr machen müsst, wenn ihr OpenGL 3D-Software schreiben wollt. Also dieser Vortrag geht über OpenGL ES-Programmierung. Wir reden über drei Sachen. Zuallererst über OpenGL ES, wie die Rendering-Pipeline funktioniert, die Shader. Dann wird es ein bisschen Mathematik, ein bisschen lineare Algebra, ein kleines bisschen, und dann zu dritt. Zu guter Letzt gibt es ein Beispielprogramm, das der Plan ist, das Logo des Chaos Communication Comps, der sich einfach dreht. Aus unterschiedlichen Gründen hat das jetzt noch nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, ihr werdet keine schönen Animationen sehen, aber wenn ihr später in den nächsten paar Tagen nachschaut, dann bin ich ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Und das sollte euch eine gute Einleitung in das ganze Konzept geben. Ich werde die Folien auf meine Webseite stellen, die werden auch unter media.ccc.de verfügbar sein. Nicht in diesem Vortrag. OpenGL ist eine sehr komplexe Technologie, es sind viele unterschiedliche Dinge, viele Sachen. Haben wir einfach keine Zeit für in diesen 45 Minuten. Also wenn euch irgendwas fehlt, fragt mich später. Let's get started. Lasst uns anfangen. OpenGL ES. Eine kurze Einführung, wir fangen damit an. OpenGL, Open Grafische Sprache. Es ist eine API, die 2D- und 3D-Computergrafiken erstellt. In den 1990ern von Silicon Graphics entwickelt. Heutzutage ist es ein offener Standard. Aktuell von der Kronos Group und es wird überall benutzt. Computer Aided Design, Visualisierung, Bildschirm, Kompositoren bei macOS-Geräten, Kunst, Spiele, Virtual Reality, Augmented Reality, das nutzt alles OpenGL. Es sind viele Abstraktionsschichten dazwischen, Unity 3D zum Beispiel und andere Programmierumgebungen. Im Endeffekt ist es in der Regel OpenGL, irgendwo da unten. OpenGL ES ist OpenGL für Embedded Systems. Es ist die aktuellere Standard. Die Implementationen für NVIDIA und AMD, die das in GPUs einbauen. OpenGL ES ist verfügbar in allen sinnvollen Betriebssystemen, also allen großen Betriebssystemen. Und es gibt Bindings für die meisten Sprachen, C++, Java, sogar Python und Ruby. Und tendenziell möchte man eine kompilierte Sprache benutzen, um einfach um die Geschwindigkeit hinzukriegen. Ich mag Go, weil es ein bisschen ist genauso schnell ist wie Rust C, aber die Syntax lesbarer ist. So, latest version is so, die aktuelle Version ist OpenGL ES 3.2, aber Stretch hat nur OpenGL ES 2.0. Alle wichtigen Komponenten ist gut, also es ist ausreichend. Dann gibt es eine weitere Sache, das ist EGL, Native Platform Interface. Das braucht man, um der Umgebung, dem Betriebssystem zu sagen, dass wir eine OpenGL-Umgebung haben möchten. Das heißt, bevor wir OpenGL ausführen können, brauchen wir einen OpenGL-Kontext. Der funktioniert sehr unterschiedlich, ob man Linux ist, ein Fullscreen oder in einem Fenster. Ob es in einem Phone oder irgendwo sonst so ist. Und in der Regel heißt es EGL, aber für unterschiedliche
Plattformen, gibt es unterschiedliche Libraries, WGL, CGL, MESA, das ist eine Open-Source-Implementation, GLX. Wenn man ein Programm für seine Plattform haben möchte, muss man ein entsprechendes Interface benutzen, das die OpenGL einfach ausführt und ist es plattformspezifisch. Wenn man erstmal den Kontext hat, dann sind die unterschiedlichen Plattformen relativ kompatibel. Das ist der Vorteil von OpenGL, dass da einfach eine Abstraktionsschicht ist. Also, ganz kurz, OpenGL ist ein Rasterizer. Das bedeutet, das Ziel ist, eine virtuelle Szene zu beschreiben. Eine virtuelle Szene hat Geometrie, also zum Beispiel Pyramiden und Würfel. Und wenn man möchte einen Hasen haben möchte, muss man den Hasen beschreiben als Dreiecke. Und jeder dieser Geometrien wird auch irgendeine Farbe oder ein Material haben. Die Geometrie wird als Dreiecke dargestellt und die Dreiecke werden als Vertices dargestellt. Also in diesem Beispiel dieser Würfel können wir mit seinen 8 Punkten beschreiben und diese jeder Punkt ist ein und die Kanten beschreiben die Oberfläche des Würfels. Auf der rechten Seite, wenn wir ein schönes Logo haben wollen, dann ist das eine Texture, das sind Bitmaps, zum Beispiel ein PNG. Der Rasterizer funktioniert so, dass wir unsere Geometrie definieren in World Koordinaten. Das ist alles Code in der GPU, im dreidimensionalen Raum. Der Rasterizer nimmt ja diese ganze Geometrie und projiziert das auf eine Projektionsschicht, einer zweidimensionalen Schicht, zum Beispiel unser Bildschirm, und danach wird zweidimensionalen Fragmenten, und die Vertices heißen Fragmente, wenn sie projiziert wurden, und dort werden dann Farben oder Bilder darauf angezeigt. Es gibt diese drei Schritte: Geometrie in dreidimensionalen Raum, das wird projiziert auf eine zweidimensionale Oberfläche. Für jedes der Dreiecke auf dieser flachen Oberfläche schauen wir uns an, wie sie eingefärbt werden sollen. Wenn wir jetzt ein Dreieck haben mit drei Farben, dann wird der Rasterizer die Werte zwischen diesen Farben anpassen, sodass jeder Pixel auf dem Bildschirm die richtige Farbe hat. Das ist eine sehr hochschichtige Definition von diesem Rasterizer. Jetzt lass uns mal anschauen, wie das bei OpenGL funktioniert. Links ist das OpenGL-Programm, das ist das C++ oder Go-Programm, und das läuft auf der CPU. Und auf der rechten Seite ist die GPU, also die Grafikkarte, die viel schneller ist. Und da haben wir zwei Sachen, die laufen. Code, den wir selber geschrieben haben, den Vertex Shader und den Fragment Shader, der in einer speziellen OpenGL-Sprache geschrieben wurde, diese Projektion und das Aufhören der Texture, also der Texturen machen. Das OpenGL-Programm wird die Daten in den Vertex-Speicher speichern. Man lädt seine Bitmaps hoch in den Texturenspeicher. Das wollen wir so wenig wie möglich machen, weil die Brücke zwischen der CPU und GPU langsam und teuer ist. Aber wenn es auf der GPU ist, dann können die Vertex-Shader und die Fragment-Shader darauf zugreifen. Also das OpenGL-Programm lädt die Vertices hoch und definiert sie. Und dann, wenn wir eine Szene berechnen, ist der Vertex-Shader dafür beauftragt, alles rumzuschieben, skalieren und im Endeffekt zu projizieren. Dann wird es in die Rasterizer-Schicht geschoben, der die Projektion durchführt, welche dieser Vertices wo landen. Ein paar Vertices werden weggeschmissen und so weiter. Es gibt viele Regeln, aber im Endeffekt kriegen wir viele Fragmente, die in den Fragment-Shader weitergeleitet werden. Und der Fragment-Shader nimmt diese
diese Werte und die Texturen und schreibt dann Farbwerte in die Fragment-Pipeline rein. Und im Endeffekt, das, was wir anzeigen wollen, ist im Frame-Buffer und wird auf dem Bildschirm angezeigt. Und wir können sehen, was passiert ist oder was wir erreicht haben. So viel über die Architektur. Lasst uns ein bisschen über die Shader-Sprache reden, wie die Fragmente und Vertex-Shader ist. Das ist eine eigene Sprache. Es ist ein bisschen C-ähnlich. Hat nur sehr einfache Features, es hat integrierte Vektortypen und Matrix-Typen. Wir werden da später drüber reden, ein bisschen detaillierter. Aber wir haben Typen für 2- und 3- und 4-dimensionale Vektoren und Matrizen. Und wir haben auch eine Reihe von matrizialen Funktionen, wie trigonometrisch, Sinus, Cosinus, Quadrien, Logarithmus und Vektorfunktionen. Wir haben keine Rekursion, wir können Funktionen machen, wir können uns aber die selber nicht aufrufen und wir haben nur limitierte Funktionen für Loops. Können sie haben, aber wir müssen beim Kompilieren wissen, wie häufig sie ausgeführt werden. In der Rendering-Pipeline ist der Platz relativ gering und die GPU muss wissen, wie lange es dauert, um alles richtig einzurichten. Wir gucken uns kurz an, wie die Vertex-Shader und die Fragment-Shader im Detail arbeiten, weil das der Kern dessen ist, der interessanten Dinge, die in OpenGL in den Shadern passieren und welche Eingaben und Ausgaben diese Shader haben. Wir starten mit dem Vertex-Shader. Der Vertex-Shader läuft einmal für jeden Vertex, der die Geometrie beschreibt. Also wenn man ein Dreieck hat, dann läuft er dreimal, einmal für jeden Punkt. Und wenn man halt einen Wirbel hat, dann hat man dann läuft er entsprechend häufiger. Und je mehr Vertices man in der Szene hat, desto häufiger läuft der Vertex-Shader. Und jeder Vertex wird von diesem Shader verarbeitet. Die wichtigsten Eingabedaten sind die Vertex-Attribute. Die können für jeden Vertex anders sein. Die kann man selbst beschreiben. Typischerweise ist es die Position. Sehr häufig ist eine Texturkoordinate mit dem Vertex verbunden und häufig auch eine Farbe, die mit dem Vertex verbunden ist oder was immer man braucht. Das ist komplett unter der Kontrolle des Programmierers. Der kann beliebige Vertex-Attribute definieren. Dann gibt es globale Parameter, die sind für jeden Vertex-Shader des Prozesses gleich. Die heißen Uniforms und das ist zum Beispiel die Projektionsmatrix, in der beschrieben ist genau, aus welcher Richtung man auf die Szene guckt und wie es auf die Projektionsfläche abgebildet wird. Der Vertex-Shader ist dafür zuständig, dass er alle Daten, die der Fragment-Shader brauchen wird, später auch an den anderen Shader weitergegeben hat. Das sind also Variablen. Und die muss man explizit dann an den Fragment-Shader übergeben. Und die wichtigste Aufgabe des Vertex-Shaders ist natürlich die endgültige Position jedes Vertex festzulegen, an der er abgebildet wird. Und das wird halt gemacht, wenn man diese GL-Position-Variable setzt. Typischerweise multipliziert man die Position mit einer Matrix, die endgültige Position in der Szene beschreibt. Dann gehen wir weiter mit dem Fragment-Shader. Der läuft für jedes Fragment, das dargestellt wird. Gets projected down by the rasterizer, then becomes jeder Vertex, der projiziert wird, wird ein Fragment und der Fragment-Shader läuft für jeden dieser Fragmente und legt zum Beispiel die Farbe von jedem dieser Fragmente fest. Wir haben wieder pro Vertex den Input, die Eingaben, das sind die Werte, die der Vertex-Shader in den Varying-Variablen an den Fragment-Shader weitergeben muss. Hier haben wir die Texturkoordinate und die Farbattribute, die der
Vertex-Shader weitergegeben hat. Und das Wichtigste, um zu den Texturdaten zu kommen, typischerweise, wenn man ein Fragment kolorieren will, dann nimmt man irgendeine Bitmap und man guckt dann eine Sampler2D-Variable hier, die in die Textur. Und die wichtigste Aufgabe ist dann halt die endgültige Frage, Farbe eines jeden Fragments festzulegen, indem man diese GL-Frag-Color spezielle Variable setzt. Das sind die Grundlagen. Ganz verwirrend im Moment, aber ich bin sicher, dass es klarer wird, wenn wir an die aktuelle, den tatsächlichen Code gucken. Aber vorher wird es ein bisschen komplizierter. Wir müssen ein klein wenig Mathematik machen. Wir müssen das, was wir tun, mit linearer Algebra modellieren. Ja, lineare Algebra ist der Teil der Mathematik, den wir hier brauchen. Meiner Ansicht nach ist es ist einfacher, Algebra zu lernen, indem man programmiert, als umgekehrt. Also es ist einfacher, wenn man einfach ein bisschen damit spielt. Wir beschreiben ein dreidimensionelles Objekt mit drei Koordinaten, x, y und z. Das heißt, wir haben drei Achsen. Das ist ein rechthändiges Koordinatensystem. Man macht im Prinzip dieses, der Daumen ist der x-Achse, zeigt nach rechts ist die x-Achse, der Zeigefinger ist die y-Achse, zeigt nach oben und der Mittelfinger zeigt auf einen selbst, ist die z-Achse. Das heißt, ebenso gibt es auch linkshändige Koordinaten, die arbeiten halt entsprechend anders. Aber das ist einfach zu erinnern, indem man sich die Hand vorstellt. Wir haben zwei grundlegende Konstrukte, Vektoren und Matrizen. Vektoren beschreiben Koordinaten und Matrizen beschreiben Transformationen. Wir gehen ja nicht zu viel in die Details. Ich will nur kurz sagen, was ihr wissen müsst, um ihr dann selbst weiter studieren zu können. Vektoren beschreiben Positionen im Raum, dreidimensional x, y, z, zweidimensional x und y, zum Beispiel eine Texturkoordinate in einer Oberfläche. Die können aber auch Farben sein, in diesem Fall Rot, Grün, Blau und Alpha. Dann gibt es Vektoroperationen, das gibt die skalare Multiplikation oder Skalarprodukt, ja. Wenn man den Vektor mit sich selbst multipliziert, bekommt man die Länge des Vektors. Wenn man bei zwei Vektoren miteinander multipliziert, dann kriegt man den Kosinus zwischen den beiden. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Die andere ist die Vektormultiplikation oder Kreuzprodukt. Wenn man zwei Vektoren multipliziert, kriegt man einen dritten, der orthogonal auf den anderen beiden steht. Also wenn man den X- und den Y-Vektor miteinander ein Kreuzprodukt bildet, kriegt man halt den Z-Vektor, der senkrecht auf beiden steht. So viel für die Vektoren. Also jetzt Matrizen. Matrizen beschreiben Transformationen im Raum. Im dreidimensionalen Raum. Wir haben 4x4 Zellen, also 16 Zellen. Glücklicherweise muss man Matrizen nicht im Detail verstehen, denn OpenGL hat einen ganzen Haufen Hilfsfunktionen, die einem die entsprechenden Matrizen erzeugen. Man hat zum Beispiel Verschiebungsmatrizen, die einen Vektor in irgendeine Richtung verschieben. Man kann einen Vektor um einen anderen Vektor drehen, um einen bestimmten Winkel, um eine Rotationsmatrix. Und wir können etwas skalieren. Man kann das weiter oder höher oder alles zusammen machen. Dann gibt es auch die Projektionsmatrix, die einen Vektor aus dem dreidimensionalen Raum in den zweidimensionalen Raum bringt. Das heißt also eine Projektionsmatrix, also eine Fluchtpunktperspektive. Das heißt im Wesentlichen, dass Dinge, die kürzer sind, dichter sind, größer erscheinen als welche, die weiter weg sind. Aber wesentlich ist es eine Matrix, die das einen Vektor zweidimensional macht. Für Matrizen haben wir zwei Operationen, die wichtig sind. Die Multiplikation mit einem Vektor. Das bedeutet, dass sie
Operation der Matrix auf den Vektor angewendet wird und man kann Matrizen miteinander multiplizieren. Das verkettet im Wesentlichen die Operationen, die man mit den Matrizen machen kann. Und wenn man halt die gleiche Konfiguration mehrfach hat, dann muss man die Matrizen nur einmal machen. Das ist die Übersicht über die Algebra. Lass uns an den Code gucken. Jetzt werden wir uns unsere Datei hellocamp.go anschauen. Das Ziel ist, das Chaos Communication Camp Logo zu rendern auf einem Bildschirm in der Mitte des Bildschirms und ein bisschen um sich selber zu rotieren. Wir wollen die Farben spezifizieren und dann die richtige Form aus einer Textur herausladen. Der Beispielcode wieder. Ich kann es heute noch nicht vorführen, aber es wird heute funktionieren. Das heißt, ihr könnt es euch von meiner Webseite herunterladen. Das sollte auf einem Raspberry Pi 3 funktionieren, einem Raspbian Stretch, quasi von der normalen Installation. Das heißt, wir benutzen sein OpenGL-Programm. Das folgende Programmfluss. Wir müssen unser OpenGL-Kontext konfigurieren. Da benutzen wir EGL. Wir sagen der Maschine, wo sie ihre OpenGL-Sachen tun soll, wie die Umgebung, in der sie der OpenGL-Code laufen soll, ist. Pretty boring. Das ist ziemlich langweilig. Dann müssen wir die Szene initialisieren. Es hat mehrere Schritte. Wir müssen die Geometriedaten und die Vertex-Daten hinzufügen. Wir müssen die Farben und Texturdaten initialisieren. Wir müssen den Fragment-Shader initialisieren. Wir werden zusammengelinkt in ein Shader-Programm. Und dann wollen wir in der Regel noch irgendeine Kamera initialisieren, wo bitte wir schauen können, von wo aus wir auf die Szene schauen. Das werden wir uns später genauer anschauen. Und jetzt, wo die Szene initialisiert ist, schauen wir den Render-Loop an. Der updatet die Szene mit dem Benutzer-Input oder mit Zeit. Ablauf und mal die Szene neu und neu, ungefähr 60 Mal pro Sekunde. So, den OpenGL-Kontext konfigurieren hängt davon ab, auf welcher Plattform man ist. Beim Raspberry Pi sieht es so aus: Create Context, und wir können Fehler herausfinden, ob ein Fehler passiert ist. Wir können die Frage nach der Höhe und der Breite fragen. Dann sagt man, hey, das ist, wie es sein soll, und wir starten das GL und Subsystem. Szeneninitialisierung, man muss auch die ganzen Sachen initialisieren, so wie vorgeschrieben. Wir sollten auch den Beginn-Timer irgendwo speichern, dass wir die aktuelle Zeit haben. Und wenn wir uns das genauer anschauen, wie funktioniert die Initialisierung aus? Jeder initialisiert die Geometrie, die Vertex-Daten. Und die einfachste Art, wie wir das machen, ist, dass wir ein statisches Array von Float-Pointern erstellen, die als Vektoren geparst werden können. Wir haben zwei Dreiecke, ein Dreieck mit den Vertices A, B, C und das nächste mit den Vertices A, C, D. Jede der Vertices ist in einer Zeile, eine Variable, und jeder hat mehrere Komponenten, die Position x, y und z, die Position im Raum, die Texture-Koordinate, die dazugehört, also wo die Textur auf dieser Vertice gemappt werden soll, und dann die Farbe Rot, Grün, Blau und Alpha, die zu diesem Ecke des Dreiecks gehört. Das ist in diesem Fall hart reingekodiert, und dann sagen wir OpenGL, dass es die laden soll, in den Vertex-Speicher laden soll, und wir generieren einen Buffer, verbinden den Buffer, zeigen die Vertex-Daten, sagen, wie viele Daten wir haben, und dann schauen wir, ob es Fehler gab. Als nächstes wollen wir die Texturdaten initialisieren, in diesem Fall das Chaos Communication Camp Logo. Zuerst laden wir die Daten von der Datei, die BNG, dann
malen wir damit in Bildern das RGBA im Bildobjekt, malen wir die Daten, die wir gerade erstellt haben, da rein im RGBA-Format, und nach den ersten vier Schritten haben wir die Texturvariable. Dann sagen wir OpenGL, dass er die Daten in den Texturspeicher laden soll. Normalerweise macht man diese GL-Generator-Texte und dann Text-Image-2D, die OpenGL erzählt, dass es die Daten nehmen soll und sie in die GPU-Texturspeicher schreiben soll. Als nächstes initialisieren wir den Vertex-Shader. Den können wir einfach behalten, in einem statischen String behalten. Den können wir da einfach reinkodieren. So, this vertex shader, dieser Vertex Shader ist sehr einfach. Es nimmt eine Kameramatrix, um die Projektion zu definieren, um die Drehung zu machen. Es nimmt die Positionen und die Texturinformationen und die Farben, die wir vorher definiert haben. Dann geben wir die Texturkoordinate und so weiter und so weiter. Und dann sagen wir die OpenGL, wo die OpenGL-Position sein soll. Also drei Zeilen Shader. Und jetzt, wo wir diesen String haben, sagen wir OpenGL, lade und kompiliere diesen Shader. GL Shader Source, GL Compiled Shader, und dann schauen wir, ob es Fehler gab. Und danach ist der Vertex-Shader in einer kompilierten Version auf der GPU. Selbst mit den Fragment-Shaders, ebenfalls relativ einfach, nehmen die Textur, die beiden Variablen vom Vertex-Shader, die Farbe und die Texturkoordinate, und in dem Shader nehmen wir die Farbe an dieser spezifischen Stelle, also wir nehmen Textur und Textcoord, um die Farbe in diese herauszufinden, und dann definieren wir die GL-Fragmentfarbe. Und da benutzen wir RGBA, wie es dort in den Werten gespeichert wird. Aber wir nehmen die Alpha-Farbe von der Textur, die wir in Texturspeicher haben. Und dann machen wir wieder dasselbe Code, GL Create Shader, und am Ende die Fehlerabfrage. Jetzt haben wir unsere beiden Shader im Arbeitsspeicher, jetzt müssen wir sie zusammenlinken in das Shader-Programm. Das sieht wieder sehr ähnlich aus. GL Create Program, dann die beiden Shader, Link. Und dann schauen wir doch mal nach Fehlern. Shaders linked in memory, so the varying variables sind die gelinkt, die Variablen wissen voneinander, und zuletzt müssen wir spezifizieren, wo die Vertex-Daten vorhanden sind. Und da müssen wir GL Vertex Trip Pointer, müssen diesen drei Blöcke, die ziemlich ähnlich sind, geben. Farbe und die Texturkoordinate, die Vertex-Daten, und sagen wir, hey, an dieser Stelle haben wir so und so viele Floats, die nacheinander folgen, die entsprechenden Vertices beschreiben. Danach ist das Programm im Arbeitsspeicher und fertig, also können laufen. Jetzt müssen wir noch unsere Kamera definieren, wir müssen unsere Projektionsmatrix erstellen, die können wir berechnen, dadurch, dass wir die Breite... Okay, müssen wir auf die Höhe gegen die Breite definieren. Wir müssen einen Bereich schauen, den wir uns anschauen, 45 Grad. Dann erstellen wir da einfach alles. Wir haben eine nahe und eine ferne Projektionsfläche. Dann wollen wir definieren, wo im Raum unsere Kamera ist. Unsere Kamera soll ein bisschen unten sein, auf der Z-Achse, dass wir auf 0, auf den Punkt des Koordinatensystems schauen. Wir haben unsere Dreiecke direkt um den Nullpunkt definiert. Wir wollen ein bisschen Abstand darauf schauen.
Und es gibt MGL.lookAtVector, der die Kamera sagt, wo sie hinschauen soll und den Vektor, der nach oben zeigt. Und jetzt, wo wir die Projektion und den View-Matrices haben, können wir zusammen multiplizieren zu einer Kameramatrix-Variable, die benutzt im Shader benutzt wird. Und dann nehmen wir die Identity-Matrix, multiplizieren die Matrizen darauf und dann haben wir unsere Kamera initialisiert. Das ist der komplexe Zeug. Die Initialisierung ist in der Regel das der beschreibendste Code. Wir müssen ihn nur einmal ausführen am Anfang unseres Codes. Jetzt, wo die Szene initialisiert ist, können wir den Render-Loop anfangen. Wie schon vorher gesagt, wir müssen unsere Szene updaten und dann müssen wir sie neu zeichnen. Updaten ist relativ einfach. Wir wollen nur wissen, wie viel Zeit seit dem Beginn des Programms verlaufen ist. Wir nehmen den aktuellen Zeitstempel und subtrahieren den Anfangszeitstempel davon. Generieren davon den Winkel, von wie die Dreiecke rotiert werden sollten. Jetzt nehmen wir den Sinus von der aktuellen, von der abgelaufenen Zeit und multiplizieren das mit 45 Grad. Dann haben wir Werte zwischen 1 und minus 1. So, wir haben 1, minus 1, also 45 und minus 45 Grad Winkel. Mit diesem Winkel können wir eine Rotationsmatrix erstellen. Das ist MGL32.HomeDRotate3DY, nimmt einen Winkel und erstellt die Rotationsmatrix um die Y-Achse und dann haben wir die Rotationsmatrix und die können wir mit der Kamera multiplizieren, die wir vorher erstellt haben. Und dann sagen wir OpenGL, hey, den Index des ersten Elements der Matrix als Pointer, wie wir schon im Vertex-Shader definiert haben. Und nachdem dieses Schritt geupdatet würde, ist da der richtige Wert, der berechnete Wert beschrieben, direkt aus der bisher abgelaufenen Zeit. Und jetzt, wo die Szene geupdatet wurde, müssen wir das neu zeichnen. Das ist wieder relativ einfach. Wir haben die ganze schwere Arbeit schon gemacht. Wir müssen den Bildschirm klären. Also alles, was bis jetzt da drauf ist, müssen wir einfach löschen. Wir müssen das Programm, das wir schon definiert haben, benutzen. Welchen Buffer wir benutzt haben, eingerichtet haben. Und wenn jetzt das alles ist, dann, wenn es da ist, dann müssen wir einfach sagen, hey, mal die 6 Vertices als Dreiecke, als 2 Dreiecke, 3 Vertices. Und dann schauen wir wieder, ob es einen Fehler gab. So, this should be the scene. So, jetzt sollte die Szene gezeigt werden. Das heißt, jetzt müssen wir wieder anfangen, einen Render Loop nochmal machen und das Ganze 60 Mal pro Sekunde. Normalerweise haben wir dann Sleep von einem 60stel da drin. Es gibt bessere Methoden, schönere Frameworks zu bekommen, aber das ist einfach ein bisschen komplexer. Also das ist der Loop, den wir so häufig wie möglich machen. Mindestens mal so 60. So, that's about it. Das ist jetzt das Ganze am Ende. Leider kann ich euch jetzt das echte Animation oder visuelle Zeichnung nicht zeigen, worüber ich die letzte halbe Stunde geredet habe. Tut mir leid. Ich werde es zum Funktionieren bringen in den nächsten paar Tagen. Also wenn ihr Interesse habt, geht sie zur URL, die ich euch vorher gezeigt habe. Ladet das Programm herunter und ihr könnt es euch detailliert anschauen. All the code that we looked beinhaltet den ganzen Code, den wir bis jetzt uns angeschaut haben. Und hier sind noch ein paar Ressourcen, sollten euch die interessieren, chronos.org, veröffentlicht, Referenz, Material, das ist ein offener Standard, das heißt, ihr könnt die ganzen Sachen herunterladen, ohne euch zu registrieren. Der URL oben, es gibt Referenzkarten zum Programmieren. Es gibt das Buch, das nennt OpenGL ES 2.0 Programmierguide. Es
relativ hilfreich, den Überblick über das Ganze zu haben. Und es gab das Rote Buch, es war die Bibel, OpenGL Programmierung Guide, aber es ist ein bisschen veraltet inzwischen. Aber es kann immer noch wert sein, zu lesen. That's it. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you, Volkert. Danke, Volkert. Haben wir einige irgendwelche Fragen? Hier gibt es Mikrofonengel, ein hier, ein da. Und der Signal Angel, den ich hier gerade nicht sehen kann für Fragen. Aber es gibt keine Fragen aus dem Internet. Oh, jetzt gibt es eine Frage. Hi, thanks for the talk. Hallo, danke für den Talk. Soweit ich das verstanden habe, wenn ich es, wenn du eine Szene verändern willst, dann änderst du die Transformationsmarke, dann berechnest du die Transformationsmatrix in deiner Programmiersprache und dann schickst du die Transformationsmatrix an die GPU und dann zeichnest du die Szene neu, indem du der GPU sagst, sie soll alle Pixel mit der. Ja, das ist korrekt. Ja, du kannst auch einfach die Zeit in den Vertex-Shader übertragen und dann die gleichen Berechnungen auf der Karte machen. Oder du kannst den Winkel in den Shader schicken und dann entsprechende Berechnungen im Shader machen. Es hängt davon ab, was das teuerste ist. Das gibt es, da muss man entscheiden, was das Beste ist, aber am Ende kannst du es so machen, wie es in deinem Fall einfacher ist. Was einfacher auf der CPU ist, was auf das einfacher im Shader zu machen ist. Also ich könnte nur einen neuen Winkel an die GPU schicken und ja klar, du kannst die Starttime und die aktuelle Zahlen oder du berechnest den Winkel auf der CPU und dann schickst du das an die GPU oder du berechnest die Matrix auf den CPU und schickst die ganze Matrix an die GPU, aber du musst die Projektionsmatrix ohnehin an die GPU übertragen. Insofern kann es sinnvoll sein, die Transformationsmatrix auf der CPU zu berechnen, aber das hängt davon ab, was genau du in deiner Szene machst. Any more questions? Mehr Fragen? Wow, that's rare. Such a slate. Ja, das ist selten, dass so wenig kommt. Ja, es ist spät. Okay, keine Fragen mehr übrig. Eine gute Guter Vortrag. Ja, also noch einmal Applaus für Volker und danke für den Talk.